Hallo und herzlich willkommen, oh mein Gott, ich muss mich beeilen, zu einer neuen Runde Star Stable und finally mal wieder zu einem Chumpy. Unser Easy ist zwar noch, oh mein Gott, ist hier viel los. Vor allem, was ist das denn für ein Clubname? IO23E, was zum? Oh mein Gott, aber auf jeden Fall starten wir ins Moorland-Championat und hier sind ja richtig, richtig, richtig viele Leute. Und wir gucken mal, ob hier schon manche Leute so ein schönes Winter-Outfit anhaben. Jetzt ist jetzt bald soweit. Hier, die Hanna zum Beispiel, das ist doch eigentlich schon, das ist doch definitiv schon winterlich. Da kann man schon sagen, das ist doch eigentlich schon recht schön an Winter angepasst aus. Werde ich mir die Tage auch auf jeden Fall zusammenbasteln. Hier, wer ist das hier? Die Nala. Die Nala auf jeden Fall auch. Ja, der hat auf jeden Fall eine Wintermütze. Die Handschuhe, ich glaube, der Rest ist noch gar nicht so sehr. Aber zumindest schon leicht winterlich angehaucht. Aber ihr seht selber, es sind noch sehr wenige Leute so winterlich eingekleidet. Ein paar Leute. Die Sora, glaube ich, hier auch. Huch. Ja, das kann man. Das ist definitiv schon. Und auch die Evgenia. Oh mein Gott, ich habe den Namen sogar. Ich hatte echt Schwierigkeiten, den Namen auszusprechen. Hier alle, die so ein bisschen so diese Wintermützen tragen, sind da schon so ein bisschen winterlicher. Was ist denn mit der Dame hier? Oh mein Gott. Man sieht aber auch, dass es leider immer noch diese krassen Probleme gibt. Ihr seht diese mega Verzögerung. Das ist halt schon richtig krass. Also die stehen ja jetzt. Wie lange stehen die jetzt schon? 20 Sekunden so? Oh mein Gott, das ist halt jetzt gerade. Alter, ist das eine Verzögerung. Also das ist schon heftig. Übrigens, falls ihr auch solche Probleme habt mit der Verzögerung hier und allem, kann man da ganz klar sagen, das liegt nicht an euch, sondern das ist leider serverseitens. Ich weiß nicht, was Star Stable in letzter Zeit so verändert hat, aber das Problem ist, dass Star Stable hier einfach das Problem hat, dass die Server, warum auch immer, mega verzögert sind. Das hat auch nicht mit der höheren Spieleranzahl zu tun. Das war irgendwie von heute auf morgen so. Deswegen werden wir sehr wahrscheinlich im Chumpy auch die Leute eher so hinter uns herrutschen sehen. Das ist leider ein bisschen schade. Dürfte jetzt eigentlich im Chumpy keine Veränderung mit sich bringen. Ich bin nochmal gespannt. Das Ziel ist, dass wir so Top 10 vielleicht schaffen, je nachdem, in welche Gruppe wir, glaube ich, denke mal, bei Gruppe 1 wird Top 10 schon schwierig werden. Aber der Plan ist es auf jeden Fall, dass wir das probieren. Wir haben ein Level 7, das heißt, uns fehlt schon so ein bisschen was, ja. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Und oh mein Gott, wie viele von euch hier sind. Liebe Grüße an alle, die hier außen rum sind. Aber heftig, also viele liebe Grüße an alle, die hier sind. An die Anastasia, Evgenia, Keisa, Clara, Claudia, Bethany. Oh Gott, meine Husten immer noch. Tia, Nicole. Oh mein Gott, ja. Ich finde es so lustig, wie alle so rumrutschen hier noch. Da die Hanna. Erst alle so in eine Richtung und dann so gedreht. Ja, also ich hoffe wirklich, dass es trotzdem einigermaßen machbar ist. Ich habe lange jetzt schon kein Chumpy mehr gemacht. Wir gucken mal, was... Leider ist damit so ein Tölt-Chumpy natürlich auch mit dem langsamen neuen Tölt sehr, sehr schwierig zu machen. Ich hoffe auch, dass es aktuell nicht wirklich sowas wie ein Speedbug gibt. Keine Ahnung. Das hat immer doch eine ganze Menge kaputt gemacht. Oh lol, fast alle, die hier außen mich rum sind, sind hier geblieben in meiner Gruppe. Sehr, sehr gut. Und da hinten so... Ja, die vier werden auf jeden Fall die ersten Plätze mit ausmachen. Wahrscheinlich die Nala hat auch noch hier ein Araber Pinto. Aber ist das Level... Nee, Moment. Ich krieg die Nala gar nicht ins Target. Wieso krieg ich die Nala nicht? Ach da. Doch, die Nala ist Level 20, aber ich denke mal... ich denke mal, dass die da hinten dann doch da das Ganze ausmachen werden. Ist ein Racing-Club, kennt man auch schon teilweise die und sind halt auch sehr, sehr gut ausgerüstet von der Sache her. Also, oh, oh. Oh mein Gott, wie wir alle nur so halb hier stehen. Oh Gott, Hilfe.
Das sieht halt richtig schlimm aus, wenn wir nur noch so halbmäßig dastehen und rumrutschen. Ich weiß gar nicht, ob das der Server zumindest richtig berechnet, dass man die Leute zwar nicht unbedingt sieht, ihr seht es ja selber, es ist ein riesiger Pulk an Leuten hinten. Und die rutschen halt alle so nach und nach hinterher. Das ist halt so ein bisschen das Schwierige daran. Aber es scheint zumindest richtig berechnet zu werden. Wobei ich sagen muss, ich bin mit. Oh mein Gott! Das sieht so cringe aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt lädt es scheinbar tatsächlich. Das freut mich ja. Die Nala ist echt gut dabei. Hätte ich nicht erwartet jetzt davon, dass sie jetzt mit ihrem Hexenhut-Outfit da. Hat der Hexenhut richtige Werte? Das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott, das Bouncen. Oh, das war gerade richtig schlimm, das Bouncen. Oh nein. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ist die eine Person wirklich links über den Berg geritten? Das wäre mir völlig neu, dass das funktioniert. Der Easy, muss ich jetzt ehrlich sagen. Guckt euch das mal an. Der kleine, tapfere Speedy Isländer hier ist mit Level 7 in Gruppe 1 auf Platz 5. Also, das finde ich ja schon sehr erstaunlich. Muss ich jetzt ganz klar sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal die. Komm, wir machen noch den kleinen Abkürzungs. Hä? Das hat ja. War das so ewig verzögert? Schade eigentlich. Für Level 7 aber war das doch schon wirklich gar nicht schlecht. Also Nadine, Sora, Katharina, Scarlett. Und Nala ist da auch auf. Nala ist da noch an mir vorbeigerutscht gerade. Kann ich gerade nicht sagen, ob ich es einfach versaut habe mit dem Ranreiten. Noch die Hannah, Nicole, Marie, Clara, Nina, Pari, Evinka, Elsa und Abigail. Sag auf jeden Fall aber auch hier generell an alle nochmal Glückwünsche. War noch ein ganz cooles Rennen, ey. Ich bin echt impressed, dass der Easy sich so gut gemacht hat. Jetzt schon auf Level 7. Ist ja noch einiges möglich mit so einem kleinen Pinguin. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen euch und euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Don't run away, please don't leave, please don't leave.